Tim LP. Hier wird simuliert. Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Tim und ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video hier auf Tim LP, zu einem neuen LS22 Video und zugleich zu einer neuen Folge unseres Ökohofs. Ihr kennt das Projekt mittlerweile, wir betreiben ökologische, biologische Landwirtschaft, das heißt kein Mineraldünger, düngen nur mit Mist und Gülle und die Tierstelle nicht so voll packen, das heißt eine Auslastung von höchstens 2/3. Und wir spezialisieren uns auf Schweine und haben auch ein paar Gewächshäuser stehen, machen im großen Stil Salat, würde ich mal behaupten. Also im großen Stil jetzt nicht, aber 3 große Gewächshäuser voller Salat. Und das läuft bisher ganz gut. Wir sind hier auf einer Karte oder auf einem Server mit mehreren Leuten, mit mehreren Höfen. Die Höfe werden immer zu zweit betrieben, beziehungsweise ein Hof. Es gibt einen Hof, da ist nur ein Spieler drauf, der Patrick. Genau, und das nur mal als kurze Einführung. Wenn ihr eine genauere Einführung zu dem Projekt haben wollt, guckt euch die erste Folge an. Ich bin jetzt gerade dabei, also wir haben Herbst, November, und ich habe jetzt einen Lohnauftrag angenommen. Erstmal mähen, dann wenden, genau, und dann später Heuballen pressen. Das ist das Ziel. Und der Markus, den ihr gleich auch noch hören werdet, von Sammys Hof, wird uns da unterstützen. Er wird pressen und ich werde mähen. Und so sieht's aus. Ich bin gerade bei Sammy und Markus hier auf dem Hof. Und was ihr gleich noch sehen werdet, ist unser schöner MB-Trakt. Den seht ihr schon im Hintergrund. Ich mute mich gleich, mache die Kamera gleich klein und dann zeigen wir euch den MB-Trakt. Ist so ein bisschen privat umgemoddet. Da hat der liebe Knilchi sich dran ausgetobt und hier für unser Projekt, für uns privat, den MB-Trakt, also den 1800er MB-Trakt hier mit neuen Lackierungen und bliblablub. Ein bisschen umgemoddet und mit dem werde ich heute spielen. So, ich werde mich jetzt unmuten, dann hört er auch die anderen Ganoven und wir fahren dann mal hoch zur Weide, zu Feld 7. Das kann ich mal eben zeigen. Feld 7 ist das kleine Feld hier. Genau, das werden wir in Auftrag machen. Wir befinden uns jetzt hier und der Hof von Knilchi und mir, also von Lord Knilchi und mir, ist hier unten. So Leute, ich habe ordentlich über euch hergezogen. Jetzt können wir starten. So, hier ist der schöne MB-Trakt, den habe ich gerade schon angesprochen. Da können wir vielleicht mal den Herrn, der hier dran rumgebastelt hat, gleich mal fragen, was er denn so alles verbrochen hat. Ne, was er alles hier dran getan hat. Wie heißt die Lackierung nochmal? Ich vergesse den Namen immer wieder. Ist Knilch nicht da? Hallo? Okay. Ist anscheinend nicht da. Komm, wir fahren erstmal Malochen. Wir fahren erstmal Malochen. Wir brauchen aber Heuballen, ne? Das heißt erstmal mähen, dann müssen wir das wenden. Markus. Ja, das steht schon alles am Feld 7. Mal. Ah, ist ein richtig schöner, kerniger MB-Track-Sound. Ist Knilch hier AFK oder was? Hat er was gesagt? Nee, nichts da. Komisch. Okay. Ja, das Geile sind, kann ich gleich mal im Shop zeigen. Am Ende der Folge zeige ich euch mal die Lackierung, die man hier einstellen kann. Also diese silberne Lackierung ist natürlich ganz geil. Aber ich bin echter Fan von dem Schwarz. All Black. Oder Schwarz mit roten Metallic-Felgen. Roten normalen Felgen. Ich zeige das am Ende der Folge, zeige ich mal die Lackierung. Da kann man den MB-Trakt richtig schön fertig machen. Knilch? Ja? Markus hat's verkackt. Ich weiß, ich hab geahnt, was ihr vorhabt. Ihr habt
wollte extra nichts sagen, ne? Und dass ich dann denke, dass ich gemutet sei oder so. Also mir ist das schon aufgefallen. Digga, nur kein dickes, fettes Grinsen im Stream. Aber Markus hat sich einfach geweigert, bei unserer Untat mitzumachen. apropos Markus, du hast eigentlich hier Holbein hingestapelt. Ah, ja. Ja, so ist das. Also, der so wie so ein kleiner Schuljunge gerade gelacht hat, das ist der den MB-Track verbrochen hat. Ja, ich hab's verschandelt. Verschandelt. Wir können gleich mal, ich frag dich gleich mal, was du alles hier dran gemacht hast oder umgebastelt hast. Ich hab schon gesagt, das ist hier unsere private Mod. Du hast für uns privat dran rumgebastelt. Ja. Genau, wie heißt die Lackierung nochmal? Jetzt kannst du es mir aber sagen. Das ist die Silberdistel-Lackierung. Silberdistel, stimmt, ich vergesse immer den Namen. Oh, warte, da mach ich, oh, da könnte ich nochmal ein schönes Thumbnail machen. Ja. Im Regen. Ja, im Regen. It's raining, man. It's raining in Betrag. Hallelujah. Ah. Ah. So. Perfekt. So, dann will ich mal dieses riesige Stückchen Acker mähen. Das ist jetzt nicht so wild, ne? Welche Zeit mussten wir? 7 grenzwertig. Passt der Trecker da überhaupt drauf? Perfekte Folgenlänge. Nein. Ah, ist das herrlich. Ja, Markus, erzählen Sie mal, was haben Sie mit unseren ganzen Heubeinen gemacht? Wie? Ich hab sie da hingestapelt, wo die anderen ab waren. So wenig waren das? Ja, ich hab's mir hier reingestopft. Ja, doch, wirklich. Und 3 Stück habe ich jetzt schon gleich neu in die Station, ne? War ich mit dem Schwaderbeuch hinterher, oder? Ja gut, ich hole mal die Anhänger. Okay. Dann fahre ich mit dem Heuwender Tim hinterher. Ja, kannst du machen. Wobei das, bei Regen macht man das normalerweise nicht, ne? Du hast den Auftrag angenommen. Ja, komm. Einfach drauf jetzt. Du kannst die Ränder übrigens teilweise mit abmähen. Du kannst vorne auch mähen, ne? Also nur so. Ich hab's vorne natürlich nicht angemacht. Ja, geht es tatsächlich, ja? So. Ins Land findet gehört. Ein bisschen kann man, aber nicht viel. Ja, ich warte erst mal, bis Tim mal in meinen 2 Runden gedreht hat. Obwohl, warte. So muss ich nochmal ein Thumbnail machen. Ich bin ja so, was Bilder hier angeht, bin ich ja ein kleiner Perfektionist. Ne? Ich versuche sowas aus der Folge bei mir mal rauszulassen. Dass die Leute das gar nicht mitbekommen, dass von mir entsteht. Nee, die Leute sollen ja den kreativen Prozess auch sehen, der dahinter steckt, ne? So kreativ wie ich. Mein Handy während des Streams und warten. Achso, deswegen sehen deine Thumbnails so aus. Du fotografierst mit dem Handy dein Bildschirm ab. Alter, ich schwarte dir das gleich vom Wiese runter, so dass du es nicht mehr fressen kannst. Ah, schön. Allerhöchste Kunst, was ich mache. Abstrakte Kunst. Nee, höchste. Das ist was anderes. Das ist eine Wissenschaft für sich. Damit kann er jeder üben. Oh, boah, ich fällt das Thumbnail mit. Das Bild sah schon richtig geil aus. Ich wollte sowieso noch mal ein bisschen mehr die Bilder bearbeiten. Also noch mal ein bisschen was rauskitzeln. Mich da ein bisschen noch mal ausprobieren. Ich wollte mir ein bisschen mehr Zeit nehmen,
um vielleicht irgendwann mal die Sachen vorzustellen, die ich alle so schon angekündigt habe. Ja. Was ich schon mal in der Folge ankündigen kann, wo wir schon bei Ankündigungen sind, es gibt hier auf dem Kanal bald wieder ETS. Was heißt wieder? Auf dem Kanal, glaube ich, das erste Mal Euro Truck Simulator. Da habe ich mir auch was ganz Besonderes für den Anfang rausgesucht. Er hat seinen Main Character Sammy genannt. Ja, das war's. Du hast noch nie Euro Truck Simulator gespielt, Sammy, ne? Doch. Ach, hast du? Nee, 70 Stunden oder so. Ah, ne, das wollte ich noch nicht runter. Nicht hochfahren. Was bist du denn da? Hast du das mal angeguckt? Was denn? Ja, das eine habe ich ausgelassen. Da hatte ich doch aus Versehen das Frontmähwerk. Ja, war aus. Das war doch der einzige Grund, wieso es so aussieht. Die Leute, die hier zugucken, wissen, dass ich hier 1A Qualität abliefer. Beim Arbeiten. Okay. Die wissen, was sie hier kriegen. Viele LS-YouTuber oder Streamer, die machen das ja durch ihren Charme, durch den Witz, ne? Ich mach das eher durch... Ich polarisiere durch das Können im Landwirtschaftssimulator. Hashtag Ballenstapel. Ja, Hashtag Ballenstapel. Hashtag ich baue einen Kuhstall auf Tankstelle. Hashtag Lord Knill. Oh, oh, ja. Also das ist auch, was habe ich mir hier für Leute in mein Projekt eingeladen? Das wird mich ein Leben lang verfolgen. Die Creme de la Creme. Die Creme de la Creme. Ich glaube, das mit dem Kuhstall oder Schweinestall, das werde ich nie wieder los. Damit hast du nicht wirklich gerechnet, oder? Ah. Nee, das wirst du auch nicht los. Nee. Genauso wie ich das mit dem Ballenstapel nicht los werde. Außer ich hole mir einen Joystick und glänze dann durch Schnelligkeit, aber das glaube ich noch nicht mal. Wir müssen aber noch einen Begriff dafür finden, für das, was Knecht da verbrochen hat. Ich finde, das hat einen eigenen Begriff verdient. Mhm. Jemand Vorschläge? Was, einen Kuhstall auf eine Tanke setzen? Ja, das braucht einen eigenen Begriff. Boah. Ja, dann irgendwas ist, Lateinisches. Cyberpunk-Style gewesen, weißt du, so, ja, Kühe sind jetzt aus Metall. Das Spiel hätte ich mir auch sparen können, ey. Das ist mir gar nicht erst gekauft. Ja, ich gehe jetzt einfach mal zum Google-Übersetzer und mach das in ein paar Sprachen, mal gucken, ob irgendwas davon lustig klingt. Ja. Jetzt hätte ich gerade was gesagt. Wenn man, ich glaube, das war, wenn man Wissenschaft in den Übersetzer eingibt und dann auf Italienisch übersetzen lässt, sich aussprechen lässt, dann hört sich das an wie mein Nachname. Fangen wir erstmal klassisch mit Japanisch an. Abschluss. Klassisch. Fangen wir klassisch mit Japanisch an. Fangen wir klassisch mit Latein an. Nehmen wir eine andere Sprache, die man auch aussprechen kann. Latein. Was hast du jetzt eingegeben? Kuhstall auf Tankstelle platzieren? Kuhstall auf Tankstelle. Ich kann es gern versuchen vorzulesen, was auf Japanisch dabei rauskommt. Dass das auch auf Google aussprechen lassen. Ja, dann müsste man Streamer laut anmachen. Den hätte ich schon zweimal gehört. Latein oder? Oha. Yusue Oyangang. Gesundheit. Ich glaube, du solltest eine andere Sprache. Nimm Holländisch. Holländisch ist immer gut. Oder Dänisch. Ein Patat Frit Mayonnaise to Main Name, ne Arsch, der blieft.
Das ist der wichtigste Satz, den man können muss in Holländisch. Dänisch. Kostalt Wettangstessione. Hm? Irgendwie ist das gerade ins Italienische abgedriftet, sorry. Ja. Latein. Bovil in Gastation. Also Latein finde ich jetzt nicht so stark. Immer bei Holländisch. Bleib Holländisch. Holländisch ist eine Bank. Ich sag dir das. Wer seine Mofas, also ein Fahrrad heißt Fiets und Mofa heißt Brummfiets. Das ist einfach göttlich. Das ist doch niederländisch. Sag mal, Tim, viel größer hätte das Feld nicht sein dürfen, ne? Wieso? Hätte ewig gedauert, ne? So wie ich das mache. Heu-Style bei Tankstation. Ja, hier, ich kann auch hochschalten. Guck mal, ich bin die ganze Zeit im ersten Gang gefahren. Ich fand's einfach chillig. Ja, ja. Okay, lassen wir das. Das macht keinen Sinn. Aber warte, den einen Strang, den ich am Anfang vergessen habe, den mache ich aber noch. Ja, ja, auf jeden Fall. Den mache ich aber noch, du. Aber hier. Markus, habe ich dir schon erzählt, dass ich meine erste Mountainbike-Tour gemacht habe am Wochenende? Du hast es geplant gehabt, wie war's denn? Ja, ich bin 20,5 Kilometer gefahren. bin bei uns in so ein ehemaliger Truppenübungsplatz. Oh, ist gut. Und da bin ich, also das war eine Matschschlacht. Ich bin wirklich so Trails gefahren, richtig durch den tiefen Matsch. Und da waren in dem Matsch waren auch noch so kleine so Baumstämme, die lagen quer über der Straße, ne? Ja. Und da dachte ich erst, ja, da komme ich nie im Leben durch, aber ich dachte mir auch, versuche ich es mal, ne? Bin super durchgekommen. Ja, also, das ist ja die passende Reife drauf. Ja, wirklich, wirklich, ja. Das war schon, hat richtig Spaß gemacht. Aber dann am Ende, die Route ging bei meinen Eltern vor der Haustür her und dann habe ich noch eben, weil der Rest der Route nicht so matschig wurde, einmal mit dem Wasserschlauch die ganz groben Matsch entfernt und dann die letzten Kilometer gegen den Wind nach Hause gefahren. Und wir hatten richtig Wind. Wir hatten richtig Wind. Aber ja, etwas über 20 Kilometer bin ich gefahren. Das ist gut. Für den Anfang auf jeden Fall. Maximale Geschwindigkeit 40 km/h. Aber bräuchte mal Lohner rechts, sonst kann ich da nicht schwarz. Ah, warte. Das sollst du bekommen. Ah ne, hast du eigentlich. Du hast? Ja, geht nicht. Biofarmat Lohnerrechte. Ja, dann geht's wahrscheinlich. Geh du mal nein, Tim, fahr du mal. Ja, könnt ihr mir noch nicht mal helfen hier, oder was? Schon. Ja, bei dir geht's gut. Was ist, wenn ich jetzt schwabe? Ja, probier's mal. Also mir hat er gesagt, ich habe keinen Zugriff auf diesem Land. Okay. Ja, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht, die Mountainbike-Tour. Ja, okay. Das ist gut. Nur viele Trails und Wanderwege sind ja jetzt im Moment oder sind generell im Wald. Also hat man das Pech, dass oft umgestürzte Bäume da liegen wegen dem Borkenkäfer. Ja, gut ist das aber immer. Haben wir Wind oder so. Aber möchte der Mountainbike ja nichts aus. Der Fahrrad ist ja nicht so schwer, das kannst du easy drüber. Ja, nein, das, ich kann das easy drüber heben. Ich habe mir überlegt, da ich ja noch über die Firma Bike Leasing machen kann. Also ich werde mit dem Hardtail so rumtouren, macht auch mega Laune mit dem Ding, aber ich glaube, dass ich mir in Zukunft ein E-Fully hole dann noch als Zweitfahrrad, weißt du? Viele von meinen Freunden haben auch ein E-Fully und ja, ich glaube so als zweites Mountainbike irgendwann in Zukunft wäre das nicht schlecht. Auf jeden Fall kann ich dir nur empfehlen. Dann habe ich einen guten Mix, ne?
Dann kann ich einfach mal das Hardtail nehmen, wenn ich da Bock drauf habe. Und wenn ich Bock auf ein leichtes Rad habe, ne, für längere Touren zum Beispiel. Also wenn ich mal auch mal, bin ja so outdoor-mäßig unterwegs, dass wenn ich irgendwie mit Overnight irgendwo mache, dann kann ich auch das Hardtail nehmen. Da brauche ich keine Angst haben, dass mitten im Wald irgendwie der Akku leer geht. Genau. Weil wenn der Akku leer geht beim E-Mountainbike, ich glaube, dann hat man keinen Spaß. Nicht so richtig, ne? Es geht immer auf die letzten paar Kilometer, aber dann, wenn du weiter weg bist, ist das nicht so lustig. Ja. Ja. Also das wiegt ja fast 30 Kilo, ne? Oder? So 26, 27 Kilo. 28, ja. Ich spreche da aus Erfahrung. Ich sag ja, ich höre ja nur Mimimi. Mimimi. Ich hab sowieso voll Bock auf solche Outdoor-Sachen wie, wollte auch mal eine Wandertour machen, über die, auch eine Hüttentour. Richtig. In den Bergen. Solche Geschichten. Oder Mountainbike-Tour kann man ja auch gut machen. Ja, so eine Tour wollte ich auch noch mal machen, so eine kleine. Oh, ich habe ein Collectible gefunden, aber das hebe ich nicht auf. Was habt ihr für Bastard bei euch am Hof? Achso, bist du eine Frage? So, eine wende ich nochmal und dann beende ich die Folge, sonst wird die zu lang. Das heißt, in der nächsten Folge stellen wir euch mal die Mod vor. Genau, in der nächsten Folge machen wir so eine kleine Mod-Vorstellung von den MB-Truck und dann ackern wir nochmal eine Runde damit. Und da zeige ich euch auch die ganzen Lackierungen, die Knilchi da eingebracht hat, in Abstimmung mit Sammy. Und wenn jetzt die Frage kommt, ja, den gibt es auch in Pink. Und Pink Metallic. Das ist selbstverständlich. Ja, wenn schon, denn schon. Also. Und Lila Metallic. Wieso denn in Abstimmung mit mir? Und Pussy Silber gibt es auch. Ja, also, ja, du hast so ein paar Farben wolltest du auch dabei haben. Ich hab nur gesagt, Knecht, kannst du das machen? Und Knecht so, jo, gar kein Problem. Ja, siehst du, Abstimmung. Ich hab einfach mal mehr Farbe. Abstimmung. Oder wie ist die Definition einer Abstimmung? Anders. Ich wusste nicht, warum ich da jetzt so erwähnt wurde, sagen wir so. Ja, diese ganz abgefahrenen Farben kommen wahrscheinlich alle von Sammy. Ja. Die habe ich entdeckt. So, ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, nächstes Mal stellen wir euch den MB-Truck hier näher vor. Den 1800er hier in seiner vollen Pracht. Genau. Ja, falls euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir einen Daumen nach oben geben. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr auch diesen Kanal abonnieren. Ihr dürft auch sehr gerne beim Sammy bei Sajo Games vorbeigucken. Link in der Videobeschreibung, da dürft ihr auch gerne abonnieren und euch die Folgen mal aus seiner Sicht angucken. Wenn es okay ist. Genau. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschö. I can't be, I'm so close, and I'm gonna take a trail of the world.